Wir haben, liebe Schwestern und Brüder, einer Stimme zugehört in der Lesung. Die Frage ist, ob wir die Stimme Gottes in diesen Worten erkennen, des Gottes, an den wir glauben. Ist das nicht ein merkwürdiges Verhalten für Gott? Ein Wort, das wir so oft in den Mund nehmen. Aber erkennen wir Gott wieder, wenn er heute Abend zu uns spricht in den Worten des Propheten Hosea? Wir hören der Stimme zu, der Stimme eines gekränkten Liebhabers, der außer sich ist, der sich verlassen fühlt, betrogen, hintergangen. Und wir hören dieser Stimme zu, die zugleich eine Stimme ist, eines Liebhabers, der doch von seiner Liebe nicht lassen kann, der es immer wieder noch einmal neu versucht. Ist das, liebe Schwestern und Brüder, nicht dann doch fragwürdig, in dieser Art und Weise von Gott zu denken, dass wir ihn uns so vorstellen, so anthropomorph, wie wir sagen, in der Gestalt eines menschlichen Liebhabers? Zornig, wütend, ja beleidigt und dann wieder voller Zuwendung, Zärtlichkeit. Wir hätten natürlich noch ganz andere Beispiele in dieser Spannung von Zorn und Erbarmen lesen können. Das Buch Josua mit diesen merkwürdigen Anordnungen Gottes bei der Landnahme durch Israel. Fragen über Fragen. Wenn Menschen etwa diese Bücher lesen, diese Stellen alleine, stellen sich mehr Fragen, als dass sie Antworten bekommen. Alles kommt ihnen plötzlich, ihr eigener Glaube kommt ihnen fremd vor. Wir sind nun heute Abend nicht hier, liebe Schwestern und Brüder, um diesen Fragen akademisch nachzugehen oder ein Seminar über Zorn und Erbarmen Gottes zu machen. Wir sind hier, weil wir dieses Wort ernst nehmen wollen. Wir sind hier, weil wir zuweilen in unserer Vorstellung und unserem Reden von Gott heute genau der gegensätzlichen Gefahr erliegen, der etwa Generationen vorerlegen sind. Da spielte der Zorn Gottes auch in den Predigten eine gewaltige Rolle. Es gibt vielleicht noch einige unter uns, die das erlebt haben, dass man Menschen mit Gott Angst gemacht hat, um sie sozusagen einigermaßen im Lot zu halten. Es war eben auch eine gewisse Absicht dahinter. Das hat sich vollkommen überholt und wir reden heute sehr schnell vom lieben Gott. Wir haben dieses Wort Gottes, ich will unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein, vielleicht ein bisschen missverstanden, indem wir Gott so sehr eingemeindet haben, dass wir ihm erlauben, unter uns zu sein. Wir gestatten ihm, dass er auch da ist, aber er soll sich so ein bisschen einfügen in das, was unser Leben ausmacht. Wir haben ihn sozusagen zu einem halbwegs angenehmen Nachbarn gemacht. Wenn er nichts sagt, solange er grüßt, ist das ganz nett mit ihm. Aber er sollte halt eben auch nicht zu viel dazwischen funken. Das ist eine Gefahr. Die Gefahr, liebe Schwestern und Brüder, besteht in beiden Seiten. Und wir sollten beides anschauen, wenn wir nicht sozusagen die Hälfte der Bibel ausradieren wollen. Es hat ja solche Versuche auch in der Christentumsgeschichte gegeben. Markion etwa aus der alten Kirchengeschichte. Wir sollten uns aus Respekt vor Gott nicht zu schnell von schwierigen Worten verabschieden, sowohl von denen des Zorns wie von denen des Erbarmens. Denn beide sind wahrlich nicht leicht. Beides hat seinen Preis. Wenn wir zu schnell vom lieben Gott, vom verzeihenden Gott reden, der über alles den Schwamm wischt, dann ist das wie am Pfeifen im dunklen Wald. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist Ausdruck geradezu der Gleichgültigkeit unserer Zeit Gott gegenüber. Wie sehr sind die Worte des Hosea, die wir eben hörten, ein Heilmittel gegen diese Gleichgültigkeit? Denn nichts ist schlimmer. Sie kennen das vielleicht aus Freundschaften oder Beziehungen.
als wenn man einander gleichgültig wird. Dann, wenn alles erkaltet ist und alles erstorben, wird man noch nicht einmal mehr wütend. Dann hat man noch nicht einmal mehr die Kraft zum Zorn. Es ist einem einfach egal. Ist das unser Verhältnis zu Gott? Die kalte Gleichgültigkeit? In der Ankündigung des heutigen Abends im Pfarrbrief stand eine kleine Abweichung, die wahrscheinlich ein Versehen ist, aber vielleicht doch mehr Fügung als Versehen. Denn es stand dort Oase der Begegnung statt Oase der Barmherzigkeit. Und es ist eigentlich recht. Dieses Wort Oase der Begegnung führt uns noch einmal tiefer hinein, worum es heute Abend geht. Auch wenn wir uns diesen beiden Polen, Zorn und Barmherzigkeit Gottes, stellen. Denn es geht nicht um akademisches Abhandeln, sondern es geht um unsere Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht um unsere Geschichte mit Gott, um meine Geschichte mit Gott, um meine Begegnung mit ihm. Ob ich bereit bin, ob ich offen bin, ob ich fähig bin, ihm begegnen zu wollen. Das ist das Entscheidende. Ich möchte ein Beispiel anfügen aus der Geschichte der Kirche. Es ist sozusagen, wenn man will, nach der Entstehung des Christentums, nach den Aposteln, dem Wirken des Geistes, in der Ausbreitung, in der Verkündigung des Wortes, in dem Märtyrerblut, das geflossen ist und das ja auch bis heute fließt. Es ist so eine erste große, greifbare Bewegung des Wirkens des Geistes Gottes, des Feuers, des Ursprungs. Und es kommt diesem Wort des Hosea entgegen, wenn Gott dort sagt, ich will sie in die Wüste führen, in die Zeit des Anfangs. Nicht umsonst haben sich zu Beginn des 4. Jahrhunderts zahllose Menschen nach Antonius und Pachomius und wie sie alle heißen, in die Wüste zurückgezogen. Sie wollten ihre Geschichte mit Gott leben. Sie wollten Gott pur. Sie wollten sich ihm aussetzen. Sie wollten diese erkaltete Geschichte und immer droht die Geschichte Gottes mit den Menschen zu erkalten. Sie wollten sie neu beleben. Und sie waren vom Geist Gottes, wie es bei Jesus im Evangelium heißt, in die Wüste getrieben. Ursprünglich dieses Leben mit Gott wieder zu führen. Und wenn wir die Frage stellen, ja, da gehen Einzelne in die Wüste, wir leben heute noch von ihren Worten, wir leben heute noch von ihren Erfahrungen und gerade in den letzten Jahren, vielleicht letzten 10 Jahren, sind diese Worte der Wüstenväter und Wüstenmütter, gerade ist ein ganz neues Büchlein erschienen zu den Wüstenmüttern, sehr lesenswert, sind diese Worte wieder ganz gefragt und aktuell. Denn was wir in diesen ringenden und kämpfenden Menschen der Wüste sehen, Männern wie Frauen, dass sie Ikonen der Freude sind, Ikonen der Geduld, Ikonen der Barmherzigkeit Gottes. Sie haben ihre Geschichte mit Gott begonnen. Und man könnte von diesen im recht verstandenen Sinn Wüstlingen wirklich einiges lernen. Unterschiedliche Gemälde dessen, was sie mit Gott erfahren haben. Man könnte viele Beispiele bringen für ihre Ruhe, ihre Reue, ihre Enthaltsamkeit, ihre Geduld und Standhaftigkeit, ihren Kampf gegen die Unzucht, ihre Unterscheidungsgabe, sich von der Habsucht abzuwenden, Gastfreundschaft unbedingt zu praktizieren, Erbarmen, Gehorsam, Demut, Langmut, Liebe. Ich will nur einige kleine Beispiele herausgreifen. Im Grunde genommen geht es nur um eines. Das, was in dieser Aufzählung jetzt gefehlt hat. Dass uns diese alten Väter und Mütter lehren, dass wir nicht richten sollen. Ich glaube, oder ich bin nicht ganz sicher, ob je eine Zeit von dem Richten so geprägt war wie unsere, wenn wir die sozialen Netzwerke anschauen.
was dort an Rückmeldungen gegeben wird, an Urteilen abgegeben wird, indem ich like oder es eben nicht tue, indem ich meinen Kommentar darunter schreibe. Dass es ein Gegenstand von Politik sein muss, ob man dort oder in welcher Form oder wie weit das gehen darf, Hasskommentare zu bestimmten Vorgängen abzugeben. Es gibt Ratings für Lehrer, für Ärzte. Ich weiß gar nicht, gibt es das für Priester auch? Ich bin mir nicht sicher, aber die sind wahrscheinlich nicht wichtig genug. Gibt es? Macht ihr das. Wir sind in einer Haltung des permanenten Bewertens. Deshalb scheint mir das Beispiel dieser Väter und Mütter aus der Wüste so wichtig zu sein und nochmal hervorhebenswert zu sein, dass sie sagen, unter allen Umständen nicht zu richten. Das ist das Monopol Gottes. Das ist nicht unsere Aufgabe. Hören wir vielleicht einige sehr sprechende Beispiele. Es waren zwei große Brüder in einem Kloster, und sie waren jeder gewürdigt, jedwede Gnade Gottes über seinem Bruder zu sehen. Und es geschah einmal, dass einer von ihnen am Freitag aus dem Kloster ging, und er sah einen, der frühmorgens aß. Und er sagte zu ihm, in dieser Stunde isst du am Freitag. Und danach war Gottesdienst wie gewöhnlich. Sein Bruder aber blickte ihn und sah die Gnade Gottes von ihm gewichen. Und er wurde deshalb traurig. Und wie er in die Zelle kam, sprach er zu ihm, was hast du getan, Bruder? Denn ich sah nicht wie vorher über dir die Gnade Gottes. Der aber antwortete und sagte ihm, ich bin mir weder einer bösen Tat noch eines bösen Gedankens bewusst. Es sprach zu ihm sein Bruder, hast du nicht irgendein Wort dahergeredet? Und er erinnerte sich und sagte, gestern sah ich außerhalb des Klosters früh morgens einen essen und ich sagte zu ihm, zu dieser Stunde isst du am Freitag? Das ist meine Sünde. Aber ich mühe mich mit dir 2 Wochen ab und bitten wir Gott, dass er mir vergebe. Und sie machten es so. Und nach 2 Wochen sah der Bruder die Gnade Gottes auf seinen Bruder kommen und sie waren getröstet und dankten Gott. Wir würden sagen, mein Gott, haben die sich um Kleinigkeiten gekümmert? Aber es sind oft diese Kleinigkeiten, mit denen wir andere richten, verletzen und uns selber damit Schaden zufügen. Sodass, wie es hier heißt in dieser Geschichte, die Gnade Gottes weicht, nicht mehr auf unserem Angesicht oder über uns zu sehen ist. Man sagte über einen Bruder, der einem großen alten Mönch benachbart war, dass er in dessen Zelle ging und stahl. Der Alte sah es und überführte ihn nicht, sondern er arbeitete noch mehr und sprach, vielleicht hat der Bruder es nötig. Und der Alte hatte viel Bedrängnis und fand mit Notdurft sein Brot. Als der Alte sterben sollte, versammelten sich die Brüder um ihn und er sah den, der ihn bestohlen hatte und sprach, nähere dich mir. Und als er seine Hände geküsst hatte, sprach er, ich danke diesen Händen, denn ihretwegen gehe ich in das Himmelreich. Der aber war zerknirscht und bereute, und er wurde selber ein bewährter Mönch wegen der Handlungsweisen, die er bei dem großen Alten sah. Und ein letztes. 2 Brüder waren im benachbarten Kellien, also in diesen höhlenartigen Niederlassungen. Der eine war ein Alter und er bat den Jüngeren und sprach, bleiben wir zusammen, Bruder. Der aber sprach, ich bin ein Sünder, ich kann nicht bei dir bleiben, aber. Der aber bat ihn und sprach, ja, wir können. Der Alte aber war rein und wollte nicht hören, dass der Mönch Gedanken der Unzucht hatte. Es sprach zu ihm der Bruder, lass mich 1 Woche und dann reden wir wieder. Der Alte kam nun
Und der Jüngere wollte ihn prüfen und sprach: Ich bin in eine große Versuchung hineingefallen, aber in dieser Woche. Ich ging in das Dorf zu einem Dienst und ich fiel mit einer Frau. Es sprach zu ihm der Alte: Gibt es eine Buße? Der jüngere Bruder sprach: Ja. Es sagte der Alte: Ich trage mit dir die Hälfte der Sünde. Es sprach nun zu ihm der Bruder: Jetzt können wir zusammen sein. Und sie blieben beieinander bis zum Tod. Liebe Schwestern und Brüder, Ikonen der Barmherzigkeit Gottes. Nicht indem man einfach sagt, schwamm drüber. Man sagt, das interessiert mich nicht, was du mit der Frau gemacht hast, aus dem letzten Beispiel. Sondern gibt es eine Buße? Du hast daran zu tragen. Es ist eine Wirklichkeit entstanden, es ist ein Schaden, eine Verletzung entstanden. Man muss dagegen etwas tun, man muss es aufwiegen. Aber lass es uns teilen, lass es uns gemeinsam tragen. Das ist das, was wir eben bedacht haben, auch im Gebet. Dass Gott uns seine Hand entgegenstreckt, dass er unsere Last trägt. Nicht, dass sie einfach weg ist, dass wir sie für nicht vorhanden erklären, sondern dass Gott selber kommt, diese Last zu tragen. Dass er selber bereit ist, unsere Last auf sich zu nehmen. Deshalb können wir ihm alles geben. Alles. Wir sagen schnell unser ganzes Leben. Aber was heißt das? Was ist unser ganzes Leben? All die Halbheiten, all das Unentschiedene und Unentschlossene, manches Halbgare, das, was wir nicht zustande bringen, all die großen Träume, wie man dann bei uns zu Hause sagt, da kommt der große Hund und frisst die alle und es bleibt nicht viel übrig. Aber wir dürfen ihm alles bringen. Aber wir sollten uns die Haltung aneignen, in unseren Wüsten, in der Wüste, in der wir leben, die uns diese großen Frauen und Männer vorgemacht haben. Gott will eine Geschichte mit uns. Gott läuft uns nach, wie jener Liebhaber. Er spricht selber als der Liebhaber im Buch Hosea, aber nicht in der vergangenen Geschichte, das auch. Er meint uns damit, er meint mich damit. Wie ein Verrückter läuft er uns nach und bietet uns an. Komm, lass uns neu anfangen. Er zerreißt sich für uns. Er macht sich geradezu zum Hampelmann für uns. Aber ihm ist an uns gelegen. Wenn wir das, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Stunde an uns heranließen, dass dieses Wort, dieses Anliegen Gottes, dieses Nachlaufen Gottes tief in uns hineinfällt, dann wird es uns verwandeln. Es wird uns zu einer Umkehr bringen. Es wird uns zu neuen Menschen machen. Schlagen wir dieses Angebot, diese werbende Stimme Gottes nicht aus, sondern hören gleich auch in der Stille auf diese Stimme und versuchen wir zu antworten, vielleicht wortlos, vielleicht stammelnd, vielleicht einfach indem wir da sind. Es ist auch eine Antwort. Wir werden unsere Antwort finden, wenn wir uns dem Geist Gottes öffnen, wenn wir ihn in uns sprechen lassen, weil er uns dann zur rechten Antwort führt.